Das Bekenntnis, immer wieder neu Ja zu sagen zu Jesus Christus, ist der Boden, auf dem die Kirche steht. Das hat Bischof Dr. Stefan Ackermann bei einem Dankgottesdienst am 20. März im Trierer Dom anlässlich der Wahl von Papst Franziskus betont. Bekennen heiße aber nicht, etwas statisch zu wiederholen. Vielmehr sei es ein dynamischer Vorgang, nämlich immer wieder neu zu lernen, was wir bekennen. Kreuzesnachfolge bedeute, seine eigenen Bilder, Vorstellungen und Pläne durchkreuzen zu lassen, sich auf den Weg des Glaubens immer wieder neu einzulassen. So werde es möglicherweise auch dem neuen Papst Franziskus ergehen, sagte Bischof Ackermann in seiner Predigt und bat die Gläubigen, für den Heiligen Vater zu beten. Der Trierer Bischof weist darauf hin, dass die Wahl von Papst Franziskus eine Zäsur sei. Natürlich gibt es jetzt keine Direktwirkung vor Ort, so wie, sag ich mal, ein neuer Generaldirektor, der irgendwelche Direktiven ausgibt. Das ist der Papst ja nicht, aber ich glaube, von den Zeichen, die er gibt, von den Akzenten, die er setzt, das wird ja schon stark wahrgenommen in der Kirche insgesamt. Und das macht sich natürlich auch im Bistum bemerkbar. Da bin ich vollkommen sicher, auch was sind Schwerpunktthemen, die er uns sozusagen ins Stammbuch schreibt. Das wird natürlich auch Auswirkungen auf die Bistumsgemeinschaft haben. Ich wünsche dem Papst wirklich also allen Segen des Himmels und der Erde, das heißt wirklich den Segen Gottes, die Annahme durch die Menschen, Gelassenheit. Dafür ist er ja, glaube ich, auch alt genug, das hat er auch den Kardinälen gesagt, es gibt eine gewisse Gelassenheit des Alters, dass ihm die nicht abhanden kommt in diesem Amt, dass er die bewahrt und wirklich ein Herz, das ganz tief in Christus verwurzelt ist und von daher auch zu den Menschen sprechen kann.